Christian Lausch von der FPÖ ist am Wort. Besser recherchiert, weil im Ausschuss hat er noch behauptet, das Kabinett, der Generalsekretär Kabinett Kickl hatte 61. Da warst du doch bei den 61. Da hast du natürlich nur von der Staatssekretärin Edtstadler gleich die mitzählt. Jetzt sind wir bei 37. Schaut die Welt schon wieder anders aus. Ihr habt ja natürlich den letzten Innenminister, habt ihr gestellt, 97 bis 2000. Das ist schon ein Zeital her. Ja, und wir sind ja mal gespannt. Wir wünschen es der Polizei und der Sicherheit Österreich ja nicht. Aber dass, wenn ihr mal wieder den Innenminister stellen solltet, was ich nicht glaube, ihr habt momentan ganz andere Probleme, dann bin ich gespannt, wie es, wenn ihr nach 23 Jahren ein Ministerium übernehmt, mit wie viel ihr auskommt und eure Zug, und man kann schon die Generalsekretariate kritisieren, das kann man schon machen, aber man könnte das Gleiche natürlich auch lösen, Kollege, seid so aufgeregt, Kuka, man könnte das natürlich auch lösen mit externe politische Beraterzukäufe. Das ist ja auch bekannt unter der Regierung Kern. Ich sage jetzt nur Silberstein, war ja das up to date. Und was hat das eigentlich den Steuerzahler gekostet? Stell dich da heraus und sag mir, ihr seid nicht die Sauberpartei. Ihr habt komplette Probleme der Vergangenheit noch nicht gelöst und löst die jetzt mal in der Zukunft. Das ist eure Sache. Und die Generalsekretariate, die sind wenigstens transparent, die kann man durchleuchten. Aber schaffen wir sie ab, machen wir Zukäufe externer Politberater, da seid ihr ja Spitzenreiter, und dann schauen wir, was den Steuerzahler am Ende merkt. Und bitte, eine Uniform eines Generalsekretärs Goldgruber hier zu kritisieren, eine Uniform kostet ein Vermögen, vielleicht in Kärnten, vielleicht bei dir, kostet nichts, das ist einfach nur populistischer Unfug, Unsinn, was du davon von dir verzapfst, hat überhaupt nichts mehr mit Sachlichkeit zu tun, aber das ist dein Stil. Sachlichkeit kann man bei dir vermissen, man sieht, du operierst im Ausschuss mit ganz anderen Zahlen wie heute. Das heißt, man sollte gleich gescheit recherchieren oder man soll es lassen. Was du da machst, ist eigentlich nur, du kommst da heraus mit einem grinsenden Gesicht und freust dich nur, wenn du auf die Leute hinschlagen kannst. Nichts anderes. Recherchier mal gescheit. Mach einmal deine Arbeit, mach es einmal gescheit. Dann stell dich daher und dann kritisier. Gut, Dankeschön. Eine sehr emotionale Rede von Christian Lausch, er ist Sprecher für den öffentlichen Dienst der FPÖ.